zu Punkt 15, den ich jetzt aufrufe. Große Anfrage der Abg. Decker, Alex, die Benedetto, Gnadl, Merz, Dr. Sommer, Roth und Fraktion betreffend Arbeitsschutz und Mindestlohn. Drucksache 19/5117 zu Drucksache 19/4731. Erteile ich jetzt das Wort dem Herrn Abg. Decker für die SPD-Fraktion. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten, Herr Abg. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst erst einmal vielen Dank an die Landesregierung für die Beantwortung der umfangreichen Großen Anfrage. Sie hatte ja, wie Sie sehen, eine große Anzahl von Fragen, die auch Auskünfte bei anderen Behörden, unter anderem bei der FKS, erforderlich gemacht hat. Ich will eingangs noch einmal verdeutlichen, warum wir diese Anfrage zum Arbeitsschutz und zur Einhaltung des Mindestlohnes gestellt haben und warum sie für uns so wichtig ist. Es ist Fakt, dass ungünstige Arbeitsplatzgestaltung und schlechte Arbeitsbedingungen die Gesundheit der Beschäftigten beeinträchtigen. Es ist auch Fakt, dass dies auch zu schlechteren Arbeitsergebnissen führt. Das kann, meine Damen und Herren, auch nicht im Interesse der Arbeitgeber liegen. Und trotz alledem müssen wir immer wieder Verstöße gegen die einschlägigen Schutzvorschriften feststellen. Sicher geschieht dies in den verschiedenen Fällen in Unkenntnis der zugegebenermaßen nicht ganz unkomplizierten und vielfältigen Gesetzesmaterie. Aber in vielen Fällen haben wir es mit gezielter und bewusster Umgehung der Schutzvorschriften zu tun, und zwar in aller Regel zulasten der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer, meine Damen und Herren. Und dies gilt auch und vor allem, wenn es um den Mindestlohn oder wenn es um Schwarzarbeit geht. Auch hier muss allen klar sein, dass die Einhaltung der Vorschriften des Mindestlohnes und zur Vermeidung von Schwarzarbeit ebenfalls den Interessen der Beschäftigten und der Arbeitgeber dient. Für Arbeitgeber, die sich an Mindest- bzw. Tariflöhne halten, ist dies ein Schutz vor Dumpinglohnkonkurrenz. Für Beschäftigte ist der Schutz vor unakzeptablen und unzumutbaren Niedrigstlöhnen. Die Unterschreitung von Mindestlöhnen oder gar Schwarzarbeit, meine Damen und Herren, dürfen und können wir nicht tolerieren. Und sie dürfen auch nicht durch mangelnde Durchsetzung der Gesetze oder mangelnde Kontrolle gefördert werden. Und wie wichtig Kontrolle ist, zeigen uns aktuelle Erkenntnisse bzw. Anlässe, auf die ich später noch einmal kurz zurückkomme. Zuvor will ich noch einige Anmerkungen zur Beantwortung unserer Großen Anfrage machen. Sie haben unter anderem dargelegt, wie Sie die Wahrnehmung der gesetzlichen Überwachungspflichten organisieren und versuchen, diese effizient und zielgerichtet auszuüben. Allerdings sind Sie nicht weiter auf unsere Frage eingegangen, ob Sie Verbesserungsbedarf in der Ausstattung der zuständigen Dienststellen sehen. Das meint im Übrigen auch die Personalausstattung. Auf unsere Fragen, in welchen Abständen Kontrollen durchgeführt werden, haben Sie geantwortet, der Abstand der Kontrollen in den Jahren 2012 bis 2016 könnte nur aus Einzelauswertungen jeder einzelnen überwachten Betriebsstätte ermittelt werden. Dieser Aufwand ist nicht leistbar. Es ist ja auch nicht meine Absicht, Herr Minister, Ihr gesamtes Haus lahmzulegen. Aber was bedeutet denn das? Dass man keinen Überblick über die Kontrollabstände hat, weil dazu das notwendige Instrumentarium fehlt? Oder sieht man keine Notwendigkeit für schnell greifbare Aufzeichnungen? Das ist sicher auch eine Frage der Wirksamkeit von Kontrollen und der ergriffenen Maßnahmen. Auffällig für uns war auch Ihre Antwort auf einen anderen Fragenkomplex. Wir hatten unter anderem danach gefragt, wie hoch die absolute Zahl und der prozentuale Anteil der Betriebe ist, die gegen Regeln verstoßen, gemessen an der Gesamtzahl der Betriebe in der Branche. Sie haben darauf geantwortet, aus der Anzahl der insgesamt gefundenen Beanstandungen kann weder auf die absolute Zahl der Betriebe mit Beanstandungen noch auf deren Anteil an der Gesamtzahl der Betriebe geschlossen werden. Des Weiteren hatten wir danach gefragt, welche Betriebe, auch jeweils in den einzelnen Branchen, in den letzten 5 Jahren auf die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes kontrolliert wurden. Sie haben geantwortet, die Differenzierung nach Rechtsgebieten, hier war der Arbeitsschutz gemeint, erfolgt im Jahresbericht ohne weitere Gliederung nach Betriebsgrößen und nach Branchen. Deshalb kann die angefragte Differenzierung nicht vorgenommen werden, etc. etc. Welchen Schluss sollen wir denn jetzt daraus ziehen, meine Damen und Herren? Dass es keinen genauen Überblick darüber gibt, welche Betriebe im Verhältnis zu anderen besonders auffällig sind, dass es keinen Überblick darüber gibt, welche Branchen in Hessen bei bestimmten Rechtsverstößen besonders auffällig sind.
Ich will auch noch ein anderes Beispiel herausgreifen, das nur unzureichende Ausschlüsse gibt. Wir hatten gefragt, wie kontrolliert und wie sichergestellt wird, ob die gesetzlichen Vorgaben nunmehr eingehalten werden. Sie haben geantwortet, in der Regel werden seitens der Aufsichtsbehörden vom Arbeitgeber schriftliche Bestätigungen der umgesetzten Maßnahmen eingefordert. Ergeben sich weitere Anlässe, werden kostenpflichtige Nachrevisionen durchgeführt. Heißt das, dass dann noch einmal nachkontrolliert wird? Oder gilt das Vertrauen darauf, dass der Betrieb das schon regeln wird? Und wie müssen wir uns das in der Praxis vorstellen? Ich wäre Ihnen dankbar, Herr Minister, wenn Sie uns das nachher noch einmal kurz erläutern würden. Aus all dem entsteht allerdings, wenn man da einen Strich drunter macht, hier der Eindruck, dass zwar im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten überprüft und auch geahndet wird und man sich auch Gedanken macht, wie man dies alles möglichst gut und effizient durchführen kann, dass aber letztlich der genaue Überblick fehlt, was in Hessen in welcher Branche so an verschiedenen Verstößen begangen wird, meine Damen und Herren. Und das ist eher unbefriedigend. Das gilt im Übrigen auch für die FKS. Die Zahlen haben Sie uns ja freundlicherweise mit übermittelt. Das alles wundert mich insofern umso mehr, als dass es ja von Zeit zu Zeit immer wieder aktuelle Studien gibt, die ziemlich genau darlegen, wie hoch die Zahl derer ist, denen weniger als der Mindestlohn gezahlt wird, und zwar in welchen Branchen und ab welcher Betriebsgröße dieser Rechtsverstoß am stärksten vorkommt. Jetzt frage ich mich, warum können die das und warum kann das Land das nicht? Wie machen die das? Wo kriegen die die Zahlen her? Die können die da eigentlich auch nur aus den Ländern bekommen. Ein kleines Rätsel für mich. Aber Sie als Fachmann werden uns das sicherlich nachher noch erläutern können. Apropos Studie. Es gibt eine aktuelle Studie des WSI-Instituts. ARD und Süddeutsche haben zu Beginn der Woche darüber berichtet. Ich darf mal die ARD-Nachricht hier kurz anlesen. Überschrift: Millionen arbeiten ohne Mindestlohn. Laut einer Studie unterschreiten viele Unternehmen den Mindestlohn. Demnach sind 2,7 Millionen Menschen oder jeder zehnte Arbeitnehmer betroffen. Vor allem Firmen ohne Arbeitnehmervertretung stehen in der Kritik. Und im Einzelnen heißt es unter anderem, Verstöße vor allem in Kleinbetrieben und bei Minijobs. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz kamen der Studie zufolge in Branchen mit vielen Kleinbetrieben und Minijobs häufig vor. So hätten rund 43% der Beschäftigten unter anderem in Privathaushalten weniger als den Mindestlohn bekommen und so weiter und so weiter. Das ist schon sehr detailliert, die Studie. Wenn man sich die anschaut, die geht noch viel mehr in die Tiefe. Und weil dies jetzt auch in den Kontext passt, eine weitere Meldung von gestern früh. Da hat es nämlich in NRW eine Großrazzia gegeben. Diese richtete sich gegen ein Netzwerk der Baumafia, das jahrelang mit in einem Geflecht von 14 Scheinfirmen fingiert Rechnungen ausgestellt hat und damit die Beschäftigung von Schwarzarbeit im großen Stil zu verdecken, meine Damen und Herren. Vor zwei Jahren im Übrigen ist in Hessen ein Ring aus Schwarzarbeitsfirmen aufgeflogen, der jahrelang Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen haben soll. Und, meine Damen und Herren, die Zahlen kennen Sie alle. Der gesamte volkswirtschaftliche Schaden durch Schwarzarbeit geht inzwischen in die Milliarden, ganz zu schweigen davon, was dies für die Beschäftigung bedeutet, nämlich prekäre Beschäftigung. Meine Damen und Herren, da müssen bei uns in Hessen doch auch endlich alle Alarmsignale alle einmal wirklich laut ertönen. Und deshalb ist für uns völlig klar, da müssen wir doch zukünftig noch stärkeres Augenmerk auf die Einhaltung der Schutzvorschriften und ihrer Kontrolle legen, meine Damen und Herren. Und es wird nicht nur Zeit, dass die von der SPD im Bund durchgesetzte Verstärkung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit endlich auch kommt. Wir wollen auch von der Landesregierung wissen, ob sie willens ist, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Durchsetzung der Vorschriften zu verstärken, meine Damen und Herren. Und ich gucke dabei auch einmal auf das Vergabe- und Tariftreuegesetz, aber da will ich mich jetzt nicht weiter drin vertiefen, denn darauf wird, da bin ich sehr sicher, unsere Kollegin Elke Barth demnächst auch mal wieder auf Sie zukommen. Meine Damen und Herren, zum Schluss der Satz. Auch nach dieser Debatte dürfen wir in diesem Bereich nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern hier muss gehandelt werden, und da ist auch die Landesregierung in der Pflicht. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Wort hat die Frau Abg. Bächle-Scholz für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sind uns einig, Schwarzarbeit schadet uns allen.
Dabei rede ich nicht nur von dem Schaden, der dem Staat durch entgangene Steuereinnahmen und den Sozialversicherungen durch entgangene Beiträge entsteht. Geschädigte sind auch ganz konkret diejenigen, die schwarz arbeiten. Netto verbleibt ihnen nicht mehr in der Tasche, als wenn sie weiß arbeiten würden. Denn ihre Ersparnis an Steuern und Sozialabgaben geben sie meist durch einen niedrigeren Preis an den Auftraggeber weiter. Bei ihnen verbleibt aber aufgrund der nicht gezahlten Sozialangaben der Mangel an Sozialversicherungsleistungen, wenn es darauf ankommt. Sie erhalten kein Arbeitslosengeld, sie sind bei einem Unfall nicht versichert, und vor allen Dingen erwerben sie keine Rentenansprüche. Ähnlich ist es beim Mindestlohn. Seit der Einführung des Mindestlohns steht jedem Beschäftigten in Hessen mindestens eine Bruttoarbeitsvergütung von 8,50 € pro Stunde zu und seit dem 01.01.2017 ein Mindestlohn von 8,84 €. Wir mögen vielleicht darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dass ein einheitlicher Mindestlohn in ganz Deutschland angestrebt wird oder ob eventuell Unterschiede bestehen müssen in Fläche und in Branchen. Und wir mögen darüber diskutieren, ob es richtig ist, den Mindestlohn durch eine Mindestlohnkommission festsetzen zu lassen oder ob es nicht besser wäre, diese den Tarifpartnern alleine zu überlassen. Aber Einigkeit besteht bei allen Fraktionen des Hauses darin, dass das geltende Gesetz einzuhalten ist. Kein Arbeitnehmer darf mit welchen Tricks auch immer um seinen Lohnanspruch gebracht werden. Und an dieser Tatsache, dass kein Arbeitnehmer um seinen Mindestlohn gebracht werden darf, ändert auch nichts die Diskussion, wie viele Arbeitnehmer auf den Mindestlohn angewiesen sind. Im Hinblick auf die Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit kann die Anzahl der Betroffenen auf ca. 133.000 Arbeitnehmer geschätzt werden. Dies sind ca. 5 % der Gesamtbeschäftigten. Insoweit kann man im Umkehrschluss deutlich sagen, für 95 % der Beschäftigten ist das Thema Mindestlohn kein Thema oder eines, welches sie nicht direkt betrifft. Ganz wichtig, und der Kollege führte es aus, bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit und Verstößen gegen Mindestlohnvorschriften ist sicherlich die Kontrolle der Arbeitsstätten. Ganz wesentlich kommt es aber darauf an, dass die Arbeitnehmer ihre Rechte auch wahrnehmen. Sehr viele Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer können nur so lange vom Arbeitgeber umgangen werden, wenn und solange sich der Arbeitnehmer nicht gegen die Gesetzesverstöße wehrt. Es ist insofern sicherlich Aufgabe des Staates, der Politik und der Tarifpartner, noch stärker Arbeitnehmer zu ermutigen und sich gegen Verstöße zur Wehr zu setzen. Es kann und es darf nicht sein, dass Arbeitgeber z.B. durch überbezahlte Überstunden und nicht bezahlte Arbeitsvorschriften um ihr Einkommen gebracht werden. In dem Zusammenhang möchte ich auch nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht nur die Arbeitnehmer, der Staat und die Sozialversicherungen geschädigt werden, sondern auch all die Unternehmen, die sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten. Gerade weil sie die Bestimmungen einhalten, bekommen sie manch einen Auftrag vielleicht nicht oder können nicht den Gewinn erwirtschaften, der ihnen zustehen würde, wenn sich alle an die gesetzlichen Vorschriften halten würden. So, nun habe ich mich natürlich gefragt, welchen Fortschritt uns bei diesen Problemen die Große Anfrage der SPD bringen soll. Bei zahlreichen Fragen habe ich mich gewundert, dass sie gestellt worden sind. Denn sehr wahrscheinlich hätten die Fachkollegen ihrer Fraktion oder ihre Referenten Ihnen sofort, aber spätestens nach einem Blick in das Gesetzbuch bzw. die Verordnung sagen können, dass die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes sowie aller weiteren Vorschriften des Arbeitsschutzes von den entsprechenden Dezernaten der Regierungspräsidien kontrolliert werden. Auch ein Blick auf die Seite des Landes im Internet hätte ausgereicht. Hätten Sie im Vorfeld Ihrer Anfrage Ihrer Referenten gefragt, hätten diese vielleicht Sie sogar darauf hingewiesen, dass für die Frage von Schwarzarbeit und Mindestlohn und der hiermit verbundenen Kontrolle die Zuständigkeit nicht in Hessen, sondern beim Bund liegt.
Und so konnten ja die entsprechenden Fragen nicht vom Hessischen Sozialministerium direkt beantwortet werden, sondern nur durch Amtshilfe seitens des Bundesministeriums der Finanzen. Und an der Stelle möchte ich natürlich nicht versäumen, mich bei den allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landes- bzw. Bundesverwaltung zu bedanken, die durch ihre Arbeit die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen. Leider konnte ich aber Ihrer Anfrage nicht entnehmen, welche innovativen Ideen Sie mit dieser großen Anfrageraum verschaffen oder auf welchen Missstand in der Landesverwaltung Sie gegebenen hinweisen wollten. Auch heute konnte ich in Ihrem Redebeitrag nichts derartiges entnehmen. Natürlich können Sie über Schwarzarbeit und Mindestlohn diskutieren und dabei außer Acht lassen, dass hierfür, und ich wiederhole es noch einmal, eine Zuständigkeit des Landes Hessen nicht gegeben ist. Bringen tut das allerdings wenig. Es löst keine Probleme. Bleibt die Frage des Arbeitsschutzes. Natürlich kann man mehr Kontrolle fordern, aber auch hier gilt, mehr Kontrolle bringt mehr Bürokratie. Diese kann dann wieder mit entsprechender krimineller Energie umgangen werden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir die anständig arbeitenden Unternehmen, und das sind die große Mehrheit der Unternehmen, durch noch mehr Bürokratie nicht erdrücken. Was wirklich etwas ändern, werden wir, wie ich bereits gesagt hatte, vor allem dann können, wenn Arbeitnehmer deutlich aufzeigen, wenn sie von Arbeitgebern übervorteilt werden. Ebenso wird es darauf ankommen, dass Arbeitgeber anzeigen, wenn sie weiße Arbeit bezahlen und von dem Auftragnehmer nur schwarze Arbeit begonnen. Positiv anmerken kann ich sicherlich, dass Sie die Frage der psychischen Erkrankungen in Verbindung mit dem Arbeitsschutz angesprochen haben. Aus der Zahl kann man erkennen, dass konstant in den letzten Jahren 6.200 bis 6.700 Arbeitnehmer wegen psychischer und Verhaltensstörung in die verminderte Erwerbstätigkeit gehen. Dem Bericht kann aber auch entnommen werden, dass die Hessische Landesregierung dieses Problem sehr wohl sieht. Ebenso, dass das Land in Zusammenarbeit mit anderen, z.B. dem Bund und den Unfallversicherungsträgern, dieses Problem bearbeitet. Die Landesregierung hat schon darauf hingewiesen, dass aus der Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung zum Präventionsgesetz abgestimmte Programme entwickelt werden können, welche den Betrieben erleichtern, Maßnahmen zu koordinieren, die eine menschengerechte und gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeit mit Maßnahmen der Verhaltensprävention schaffen. Insoweit kann ich der Landesregierung nur für ihre Arbeit danken. Ich hätte mir gewünscht von der Opposition, dass sie zukunftsweisende Lösungsansätze anbieten. Aber leider ist dies nicht erfolgt. Und wenn ich diese Große Anfrage sehe, bleibt für mich nur die Vermutung, dass es Ihnen darum ging, das Thema zu besetzen. Ihnen geht es also nur darum, etwas sagen zu können, aber auch zum Thema Arbeitsschutz haben wir etwas gesagt. Ich finde, die Arbeitnehmer in Hessen haben mehr verdient. Sie haben verdient, dass man sich um ihre Belange aktiv kümmert, wie es die von der CDU geführte Landesregierung tut. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Anfrage und die Beantwortung der Anfrage, das war schon nicht so leicht zu lesen. Also die Art der Beantwortung ist schon, ja, vielleicht liegt es daran, die entsprechende Informationen von anderen Behörden zu bekommen, wie auch immer. Jedenfalls konnte man den Eindruck sich nicht verwehren, dass es doch sehr vage und manchmal die Auskunftsfreudigkeit überschaubar war in dieser Anfrage. Auch die Art der Beantwortung, einfach mal 28 Fragen gemeinsam zu antworten oder 27, war schon noch einmal ein Stilmittel.
das hier in besonderer Weise zum Einsatz gekommen ist, hat man so den Eindruck. Aber nichtsdestotrotz will ich für meine Fraktion noch einmal sagen, es macht aber auch deutlich, wie aufwendig so etwas ist, Mindestlohn in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren, was für eine Bürokratie darum entsteht. Und Sie kennen ja die Grundhaltung meiner Fraktion zu dem Thema. Dennoch sind auch die einzelnen Aspekte jetzt schon einmal vorgetragen worden, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das will ich jetzt auch nicht noch einmal machen. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen an der Stelle. Sie nehmen ja zu dem Jahresbericht Arbeitsschutz und Produktsicherheit Stellung und verweisen auf ihn. Wir haben uns das jetzt auch noch einmal angeguckt. Der letzte Bericht, das heißt der Jahresbericht, der letzte Bericht, den wir gefunden haben, auf der entsprechenden Internetseite arbeitswelt.hessen.de, stammte zumindest gestern noch vom Jahr 2015. Vielleicht sollten wir den Jahresbericht dann mal aktualisieren. Nichtsdestotrotz, grundsätzlich haben wir uns bestätigt gefühlt, was für ein bürokratischer Aufwand die Kontrolle des Mindestlohns nach sich zieht. Ich will auch noch einmal darauf hinweisen, bei der Frage des Verbraucherschutzes, vielleicht sollte die Landesregierung doch einmal einen Grundsatz entwickeln. Macht man jetzt regelmäßige Kontrollen oder macht man Einzelfallkontrollen? Also vielleicht sollte man da doch einmal eine grundsätzliche Regelung treffen, wann macht man was, dass das ein bisschen nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz möchte ich das jetzt nicht besonders vertieft ausführen. Die Anfrage hat aus meiner Sicht deutlich gemacht, was für ein Verwaltungsaufwand hinter dem einen oder anderen politischen Grundsatzbeschluss steht. Das hat uns nicht glücklich gemacht. Wir fühlen uns an der Stelle bestätigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Abg. Bocklet für die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD hat mit dieser Großen Anfrage zwei Schwerpunkte gesetzt. Das eine ist die Frage des Arbeitsschutzes, und das zweite ist die Überprüfung des Mindestlohns. Ich finde die Antworten sehr umfangreich. Dafür auch für meine Fraktion herzlichen Dank an die Landesregierung. Ich finde, zu beiden Themenkomplexen gibt es etwas zu sagen, insofern auch landespolitisch. Was Sie nicht ganz so stark betont haben, Herr Kollege Decker, ist tatsächlich die Handlungsmöglichkeiten, die wir im Arbeitsschutz haben. Tatsächlich ist es so, wenn es darum geht, Arbeitskraft zum einen zu erhalten einerseits und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Andererseits gibt es eine Menge Handlungsmöglichkeiten. Die Gesundheitsförderung ist eine davon, dass die Arbeitskraft erhalten bleibt. Dort gibt es einen großen Maßnahmenkatalog der Landesregierung und des Gesundheitsministeriums. Was den Gesundheitsschutz betrifft, den Arbeitsschutz als solchen, haben wir umfangreiche Besuche dort in diesen Betriebsstätten. Das können wir dem Bericht auch entnehmen. Auch da, finde ich, wird gute Arbeit geleistet, um auch immer wieder den Arbeitgebern zu signalisieren, wir achten darauf, dass tatsächlich die Menschen geschützt werden, die dort arbeiten. Ein besonderes wichtiges Beispiel finde ich in diesem Zusammenhang die Vorsorge, die Präventionspolitik, muss man schon fast sagen, zur Frage Krebs. Es gibt eine ganze Menge Betriebe, die mit gefährlichen Stoffen arbeiten. Und hier muss unser größter Augenmerk darauf liegen, dass es tatsächlich nicht zu weiteren erhöhten Krebsfällen kommt. Und auch hier wird einiges unternommen. Da müssen natürlich auch alle Betriebe und auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an einem Strang ziehen, damit nicht weitere Krebsfälle passieren. Also Arbeitsschutz, selbst Arbeitnehmer schützen und auch in ihrer Arbeit Kraft erhalten durch Prävention und Gesundheitsförderung. Das ist das eine Thema. Ich habe etwas lernen können. Wir haben 280.000 Betriebsstätten und wie viel 5.000 Besuche gab es. Und es gibt risikogesteuerte Besuche und vieles andere mehr. Auch ich fand es sehr beachtlich, dass der Anstieg von psychischen Erkrankungen oder dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen in der Arbeit ist sehr hoch. Das sollte uns zu denken geben und noch einmal über die Frage aufwerfen, wie stark wird eigentlich Arbeit beschleunigt und verdichtet? Wie viele Herausforderungen und Anforderungen haben wir bei der Frage von Mobilität und Flexibilität für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Das scheint wohl auch mal eine Frage zu sein, die wir in der Gesellschaft diskutieren müssen, wie wir entschleunigen, wie wir wieder mehr zu Entzerrung kommen von Arbeitsverdichtung und vielleicht auch Arbeit dorthin verlagern, wo die Menschen leben. Das Finanzministerium ist ja hier von der Landesregierung vorbildlich vorangegangen, indem es auch dort Dependancen wieder zurück in den ländlichen Raum verlegt. Der zweite Punkt, Mindestlohn,
Auch wir sind der Meinung, dass er überfällig war, dass er eingeführt wurde, haben wir mit begrüßt. Und natürlich, wo man Regeln und Gesetze einführt, muss man sie auch überwachen. Auch hier konnten wir entnehmen dem Bericht, dass es 2.600 Überprüfungen gab über den Zoll im Jahre 2015. Mich wundert, Herr Kollege Decker, dass es im Jahre 2015 2.600 Überprüfungen gab. Und obwohl Sie ja jetzt, ich will es nicht zu sehr parteipolitisch machen, aber sagen wir mal, Sie waren ja doch an der Bundesregierung beteiligt, auch mit dem unterschiedlichen Ministerien, dass es dann 2015 2.600 Überprüfungen gab und im Jahre 2016, ein Jahr später, nur noch 2.500 Überprüfungen, also 100 Überprüfungen weniger, obwohl das vom Bundeszoll gemacht wird. Ich frage mich, warum nimmt das ab, obwohl Sie so vehemente Befürworter sind von stärkeren Kontrollen, und warum macht die Bundesregierung da nicht mehr Druck auf die angeschlossenen Institutionen, die das überprüfen? Das müsste man noch einmal überprüfen, ob Sie Ihre Einfluss stärker nutzen können, weil unser Interesse ist es auch, dass der Zoll noch verstärkt wird. Etwas überraschend fand ich, gebe ich offen zu, dass von diesen 2.500 Überprüfungen nur 58 Verfahren eröffnet wurden. So steht es drin. Das fand ich, eigentlich will ich fast sagen, jedes Verfahren ist eins zu viel. Aber wenn nur 58 Verfahren eröffnet werden von 2.500 Überprüfungen, fand ich das überraschend wenig. Entweder müsste man häufiger prüfen, oder aber tatsächlich ist es auch mal ein ganz gutes Signal, dass diese Drohung einer Überprüfung doch tatsächlich auch ein bisschen Erfolg zeitigt, dass es nicht in Uferlose, die der Missbrauch geht, dort Menschen nicht so gerecht zu entlohnen. Wir wollen den Minister und wir wollen ihn stärker überwacht haben, aber ich glaube, hier ist die Bundesinstitution Zoll aufgefordert, noch stärker zu prüfen, wenn es immer wieder zu solchen skandalösen Vorfällen kommt, wie sie hin und wieder vorkommen, muss man offensichtlich auch stärker kontrollieren. Ich finde, diese Anfrage hat zwei Themen, Mindestlohn und Arbeitsschutz, in den Fokus gerückt. Ich bedanke mich für die Beantwortung der Fragen, sehe aber keine gravierenden großen Defizite. Ich glaube, dort arbeiten ganz, ganz viele Akteure in diesem Bereich, damit sukzessive Schritt für Schritt tatsächlich auf Arbeitsschutz geachtet wird, dass der Mindestlohn eingehalten wird. Ich sehe das gut aufgestellt. Besser kann es immer werden. Aber auch da sehe ich, wird hausintern überall auf allen Ebenen weiter diskutiert, damit es nicht zu mehr Krankheiten im Beruf kommt und nicht zu stärkeren Verletzungen des Mindestlohns. Ich danke Ihnen. Nächste Wortmeldung, Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Mindestlohn und das Thema Arbeitsschutz sind wichtig, und sie sind vor allem ihre Einhaltung ist ganz entscheidend für gute Arbeit und für den Schutz von guten Arbeitsbedingungen. Deswegen finden wir das gut, dass wir heute auch über diese Große Anfrage diskutieren. Und, Frau Bächle-Scholz, ich muss echt sagen, ich bin heute ein bisschen verwundert über Ihre Redebeiträge. Weil ja, echt, ich sage Ihnen auch, warum. Heute Morgen in der Aktuellen Stunde, die wir als LINKE ja beantragt hatten, zur Tarifauseinandersetzung bei der IG Metall, da haben Sie ja dann erklärt, die CDU werde den Antrag der LINKEN ablehnen, wobei wir ja gar keinen Antrag gestellt haben. Also, ich meine, wir kennen das, dass die CDU Anträge, die wir stellen, ablehnen, aber das, naja, es spricht nicht gerade für Ihre Vorbereitung, weil hätten Sie sich gut vorbereitet, hätten Sie ja festgestellt, dass wir gar keinen Antrag haben, den Sie hätten ablehnen können. Also, das war das erste Mal, dass ich mich heute Morgen gewundert habe und eben ehrlich gesagt auch, weil ich meine, was die SPD hat eine. Wie bitte, Frau Lannert? Ja, kein Problem. Natürlich, man kann sich auch mal versprechen. Ja, wenn es ein Versprecher war, wenn es ein Versprecher war und Sie jeden einzelnen Antrag von uns auf Inhalt prüfen, ob Sie dem zustimmen oder nicht, wenn das so wäre, wäre es ja kein Problem. Aber da Sie einen Grundsatzbeschluss haben, machen Sie sich vermutlich die Mühe nicht. Aber eben war ich eben auch überrascht, als Sie, weil die SPD hat ja nur eine Große Anfrage gestellt. Also, sie hat Fragen gestellt, und sie hat keinen Vorwurf erhoben, und sie hat keine Behauptung aufgestellt. Und also, wenn die Regierungsfraktionen jetzt schon darüber mokiert sind, dass die Opposition Fragen stellt, dann ist das doch ein bisschen komische Entwicklung. Sie nicht, Herr Bocklet. Ich habe mich auf Frau Bächle-Scholz bezogen, die ja der SPD unterstellt hat, dass hier Behauptungen aufgestellt werden. Wir haben seit 3 Jahren den gesetzlichen Mindestlohn.
Es ist schon gesagt worden, es gab eine Studie, zum einen das WSI, aber auch eine Studie des DIW zu der Frage, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird der Mindestlohn vorenthalten, obwohl es ja ein gesetzlicher Mindestlohn ist, sich alle Arbeitgeber daran halten müssen. Und das WSI kommt zu der Einschätzung, dass 2,7 Millionen Beschäftigte weniger als den Mindestlohn bekommen. Das DIW ein bisschen niedriger, kommt aber auch auf etwa 2 Millionen. Das heißt also, wir reden hier über 7 bis 10% der Beschäftigten, die weniger verdienen als den Mindestlohn. Und noch einmal zur Erinnerung, der Mindestlohn, das ist keine horrende Summe, das sind 8,84 Euro pro Stunde. 8,84 Euro. Das heißt also, man ist hier immer noch im Niedriglohnbereich, man ist hier immer noch in einem Bereich, in dem man gerade in den teuren Städten fast nicht leben kann, wo man kaum seine Miete bezahlen kann. Und es gibt aber offensichtlich immer noch sehr viele Unternehmen, die nicht einmal bereit sind, diese 8,84 Euro pro Stunde zu bezahlen, sondern ihn unterlaufen, zum Beispiel durch Tricks, wie dass Bereitschaftszeiten nicht bezahlt werden oder dass Material vom Lohn abgezogen wird. Und ich finde, 7 bis 10% der Beschäftigten, da muss man schon die Frage stellen. In Hessen stand jetzt in der Großen Anfrage bei der Antwort, dass 105 Verfahren eingeleitet wurden. Und die Zahl ist natürlich ein bisschen schwierig zu handeln, weil 105 Verfahren, und wenn die Landesregierung dann aber gleichzeitig dazu schreibt, dass gar keine Angabe gemacht werden kann, also weder über die Zahl der Betriebe noch über die Zahl der Beschäftigten, die davon betroffen sind, ist es natürlich ein bisschen schwierig, diese Zahl zusammenzubringen. Aber ich finde, es ist trotzdem ein bisschen schwierig, wenn eben DIW und WSI auf solche Zahlen kommen und die ja doch relativ genau ermitteln können, dann kommt mir 105 Verfahren zumindest nicht sehr viel vor. Da müsste man eben in der Tat darüber reden, wie die Kontrollen sind. Ich finde auch einen wichtigen Befund, den diese Studien erbracht haben, nämlich dass die und das Unterlaufen des Mindestlohns dort besonders stark ist, wo es keine Betriebsräte gibt und wo es keine Tarifbindung gibt. Und da möchte ich noch einmal daran erinnern, das hat also in der Tat ist das für die, auch hier im Hessischen Landtag für uns von Bedeutung, ob und ja und welche Tarifverträge es gibt. Weil wenn dort, wo es keine Tarifverträge gibt, eben Arbeitnehmerinnenrechte einfach unterlaufen werden und am Ende man mit dem Arbeitsschutz dann überhaupt dafür sorgen muss, dass solche Dinge eingehalten werden, dass überhaupt der Mindestlohn bezahlt wird und Arbeitsschutz eingehalten wird, dann finde ich, zeigt das auch sehr deutlich, wie wichtig Gewerkschaften, Betriebsräte und Tarifverträge in diesem Land für den Arbeitsmarkt sind, meine Damen und Herren. Und das Unterlaufen des Mindestlohns ist besonders stark im Hotel- und Gaststättengewerbe, 38%, und im Einzelhandel 20%. Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass das genau die Branchen sind, die die größten Probleme haben, Auszubildende zu finden. Und das ist angesichts dieser Zahlen auch nicht verwunderlich, meine Damen und Herren. Und deswegen sind gesetzliche Regelungen natürlich auch immer nur so gut wie die Kontrollen zu ihrer Einhaltung. Weil wenn man den Mindestlohn unterlaufen kann, und dann, das gilt auch für den Arbeitsschutz selbstverständlich, ja, die Einhaltung des Arbeitsschutzes ist natürlich wichtig, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, um Arbeitsbedingungen zu garantieren, die die Menschen nicht krank machen. Nur wenn man überhaupt keine Gefahr läuft, dass es Kontrollen gibt und es keine Betriebsräte gibt, die sich darum kümmern, weil es einfach Unternehmen gibt, die keine haben, dann ist natürlich das ein Recht, was zwar auf dem Blatt Papier steht, aber an vielen Stellen eben nicht verwirklicht wird. Und deswegen ist das Entscheidende, dass wir darüber reden müssen, wie kann man dafür sorgen, dass Regelungen zum Mindestlohn, aber auch zum Arbeitsschutz auch eingehalten werden. Und ich finde, gerade beim Mindestlohn muss man auch darüber reden, dass man Schlupflöcher stopfen muss, dass man sie schließen muss, auch weil es die Kontrolle doch viel einfacher macht. Auch das ist ein Grund, warum wir die Aufnahmetatbestände immer wieder kritisiert haben, weil es doch einfach viel schwieriger ist, dann auch zu kontrollieren, ob er eingehalten wird oder nicht, meine Damen und Herren. Und deswegen ist das eine der entscheidenden Fragen. Wenn die Personalausstattung so ist, wenn es Personalmangel gibt, dass ausreichende und flächendeckende Kontrollen faktisch überhaupt nicht möglich sind, dann finde ich, ist da genau das Problem. Es ist gut, dass der gesetzliche Mindestlohn eingeführt ist. Es ist gut.
Also, ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, Herr Reif, wenn ich mir das anschaue, also ich meine, Sie sind in einem Landtag, was haben Sie da? Ist das ein Hähnchen, was Sie da vor sich auf dem Tisch haben? Also, ich meine, das macht Ihren Zwischenruf jetzt auch nicht seriöser, dass Sie ihn hinter einem gebratenen halben Hähnchen da irgendwie machen. Also von daher. Entschuldigung, ich bitte totale Spaßbremse, Frau. Ja, okay, ja bitte, ich soll ja hinter seinem Hähnchen sitzen, aber dass ich niemanden ganz ernst nehmen kann, der Zwischenrufe macht hinter einem Kuscheltierhähnchen, das kann mir jetzt auch keiner vorwerfen mehr. Ja. Das ist jetzt der nächste Büttenredner hier im Haus, genau. Aber wir haben ja heute erfahren, dass er. Wir haben ja heute erfahren, dass der Innenminister gar nicht als Minister, sondern als Gockel gesprochen hat. So heißt ja der Karnevalsverein. Von daher sei Ihnen auch Ihr Gickel da gegönnt. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Herr Sozialminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch Hähnchenbratereien werden entsprechend den Arbeitsschutzbestrebungen in Hessen untersucht und besucht. Und auf Einhaltung der entsprechenden Vorschriften wird auch an dieser Stelle Wert gelegt. Ich will an dieser Stelle drei kurze Bemerkungen machen. Punkt 1, die Fragestellung Mindestlohn, weil das eben noch einmal da ist. Das Mindestlohngesetz ist 2015. In Kraft getreten. An dieser Stelle ist erst einmal zu bemerken, dass die Anzahl der Minijobs und der befristeten Arbeitsverhältnisse seit dieser Zeit zurückgegangen ist. Ich denke, das ist eine gute Nachricht. Das ist Nummer eins dabei. Das Zweite ist, für die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohngesetzes ist das Land Hessen nicht zuständig. Deswegen haben Sie den Antworten auch entnommen, dass wir das Bundesministerium der Finanzen im Wege der Amtshilfe und Beantwortung der Fragen zum Mindestlohngesetz gebeten haben. Das gilt im Übrigen dann auch für die Kontrolle der Einhaltung des Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetzes. Nach dieser Auskunft haben die Hauptzollämter in Hessen im Hinblick auf das Mindestlohngesetz im Jahr 2015 2.661 und im Jahr 2016 2.458 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt. Wegen der Nichtzahlung des Mindestlohns wurden durch die Hauptzollämter in Hessen im Jahr 2015 58 Verfahren gegen Arbeitgeber eingeleitet und im Jahr 2016 105 Verfahren eingeleitet. Festzustellen ist, dass das Verhältnis der Anzahl der Prüfungen zu den danach eingeleiteten Verfahren gegenüber die Arbeitgeber zeigt, dass das Mindestlohngesetz von der überwiegenden Anzahl der Arbeitgeber korrekt angewendet wird. Leider können schwarze Schafe auch in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden. Noch einmal, die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften trägt nicht das Land Hessen, sondern der Bund durch die Hauptzollämter. Die Frage Arbeitsschutz und Gesundheit ist für die Hessische Landesregierung ein ausgesprochen wichtiges Thema. Ich hoffe, Sie hatten alle die Chance, die Gelegenheit, die wir Ihnen gebeten haben, während des Hessentages in Rüsselsheim zu nutzen, das Zelt Arbeitswelt Hessen zu besuchen, in denen wir Ihnen 10 Tage lang die Arbeitsschutzmaßnahmen und Gesundheitsschutzmaßnahmen des Landes Hessen dargestellt haben, in denen wir verdeutlicht haben, dass gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung die Fragestellung des Gesundheitsschutzes von präventiver Arbeit, dass insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung, aber auch Fachkräftemangel und der Notwendigkeit, Beschäftigte länger im Betrieb zu halten, wir an dieser Stelle einen Schwerpunkt setzen. Dabei wird bei knapp 300.000 Betriebsstätten in Hessen schon immer so gehandhabt, dass die Wahrnehmungen der gesetzlichen Überwachungspflicht im Arbeitsschutz durch eine risikogesteuerte Stichprobenüberwachung durch die Arbeitsschutzbehörden stattfindet. Und um eine wirksame und nachhaltige Überwachung zu erreichen, legt das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, dem die Fachaufsicht über die Arbeitsschutzbehörden obliegt, Zielvorgaben fest. Und diese Feststellungen sind so zu treffen, dass sie einerseits dem fachlich Notwendigen entsprechen und andererseits den von Prioritäten geleiteten Einsatz der vorhandenen Mittel im Blick halten. Das ist vor dem Hintergrund zunehmender Komplexität in der Überwachung eine
ausgesprochen anspruchsvolle Aufgabe. Eine Volluntersuchung ist nicht möglich, deswegen risikogesteuerte Stichprobenuntersuchung. Ganz speziell eines der wesentlichen Themen ist der Gesundheitsschutz und damit auch der Aktionskampf dem Krebs am Arbeitsplatz, das intensiv betrieben wird, nicht nur durch die Fragestellung der Beratung vor allen Dingen von kleinen und mittleren Unternehmen und Handwerksbetrieben im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen bei der Frage der Arbeitsplatzgestaltung, um dem Gesundheitsschutz entsprechende Rechnungen zu tragen. Hier sind wir in einem intensiven Austausch mit allen Beteiligten, von den Handwerkskammern bis hin zu den Unternehmerverbänden. Das Thema wird an Wichtigkeit nicht verlieren. Alle weiteren Einzelheiten können Sie den Antworten der Großen Anfrage entnehmen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengestellt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, das war der Punkt 15.